So, hallo zusammen. Heute fange ich schon mal an, mir ein paar Bretter fertig zu machen, einfach nur um den Solarkollektor zu bauen. Ich habe oben auf dem Holzlager, da ich glaube, sind so Douglasienbretter, ist so rötliches Holz. Die sind schon schön fertig aufgeschnitten. Die werde ich einfach nur runterholen. Ich werde sie auch, glaube ich, noch nicht auf Länge sägen, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, wie groß ich den Kollektor im Endeffekt baue. Also lasse ich lieber so lang, wie sie sind. Sondern ich werde die einfach nur anfangen, ein bisschen abzuhobeln und glatt zu schleifen, weil die sind ganz rau. Und damit da Wasser nicht so leicht einziehen kann. Und damit fange ich heute an. Ich weiß noch mal, sehen kann, die sind einfach ziemlich rau geschnitten. Ich gehe da einfach mal mit dem Schleifer drüber zum Abschleifen, damit das Wasser besser abperlen kann später, dass die nicht so schnell gammeln. Das werden halt die Seitenwände, sollen das werden. Ich denke mal, von der Höhe her ist das schon gar nicht schlecht, wenn die nachher so stehen, eine Seitenwand. Dann kommt ja noch eine Dämmung dahinter und obendrauf kommt dann in Schleifen dieses Rohr durch und oben muss ja dann auch noch das Glas drauf. Also ich glaube, von der Höhe her ist das schon ganz gut. Ich habe jetzt kein Maßband hier. Ich schätze mal, es sind so 16 cm. Schleifen wir jetzt einfach ein bisschen ab. Fertig und dann kann man auch super jetzt einen Unterschied sehen zwischen den zwei. Hier ist richtig rau die Oberfläche. Da zieht das Wasser natürlich schnell ein. Und hier, die ist wirklich, ist jetzt wirklich nur mit 80er Schmirgelpapier da einmal drüber geschliffen, aber die ist schon richtig glatt und das muss ja auch jetzt keine perfekte Möbeloberfläche werden. Das ist schon für meinen Zweck, glaube ich, gut genug. Ich glaube, ich schleife das gar nicht mehr. Okay, also ich habe jetzt hier gleich schon jede Menge Bretter abgeschliffen. Was heißt jede Menge? Schon 4 Bretter abgeschliffen. Und dann habe ich hier oben jetzt die finale Größe gefunden, wie ich es mache. Also ich bin schon ewig am rum überlegen, wie breit mache ich das Teil, wie hoch mache ich es. Und ich mache es jetzt genauso breit, wie die zwei Bretter hier sind. Die sind nämlich genau, nicht genau, aber 5,09 Meter lang. Und also baue ich den Kollektor 5 Meter mal 2 Meter. Habe ich 10 Quadratmeter Kollektorfläche. Ich wollte ursprünglich größer bauen. Ich wollte eigentlich 6 mal 2 Meter machen, aber auf den Meter verzichte ich und mache das Ding einfach irgendwie ein bisschen effizienter. Mit einer Dämmung oder so, da weiß ich auch noch nicht. Ich bin da so unsicher, wie ich das Teil dämmen soll, weil ich halt Angst habe, dass da irgendwie Regenwasser reinläuft und halt sich die Dämmung vollsaugt oder so. Da weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall wird das die Größe, die wir bauen. 10 Quadratmeter, also 5 Meter lang, 2 Meter hoch. Und jetzt die letzte Bohle, die schleife ich nochmal ab. Und dann habe ich wenigstens schon mal mich auf die Fläche da festgelegt. Da gibt einfach so viel, was einem da im Kopf rumschwirrt, was man da beachten will, was man anders machen kann, was man unterschiedlich bauen kann. Und jetzt habe ich wenigstens schon mal die Größe festgelegt. Das ist schon ganz gut. So, hallo zusammen. Ich habe hier mal ein bisschen rumgebastelt und
einfach mal das Ding so auf den Boden gestellt, den Solarkollektor oder zumindest das, was mal werden soll, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo mache ich was hin? Wie funktioniert das nachher mit der Dämmung? Wie dick ist die nachher? Um einfach mal zu gucken. Und das ist so grob das Teil. Ne? Ist jetzt 5 Meter lang, 2 Meter hoch. Steht halt nachher aufrecht. Oder halt in einem, ich weiß gar nicht, 60 Grad Winkel, 70 Grad Winkel. Ich will auch verstellbar machen in der Neigung, dass ich im Winter ein bisschen steiler stellen kann. Und im Sommer halt flacher, wenn die Sonne höher steht. Im Winter steht die Sonne tiefer. Dann stelle ich den Winkel steiler ein, wenn das so funktioniert. Und zwischen diese als Rückwandplatte weiß ich noch nicht, also kommt von hinten. Das hier ist die Vorderseite. Unten die Rückseite mache ich wahrscheinlich einfach solche, wie heißen die? Solche Sperrholzplatten hin. Auf die Rückseite, dann kommt eine Holzfaserdämmung rein. Das passt perfekt. Also ich habe gar nicht so genau gedacht, aber dann passen genau 15 solche Matten rein von so einer Holzfaserdämmung. 8 cm dick. Dann kommt nochmal eine dünne Platte drüber und auf diese Platte, auf die Sperrholzplatte, schraube ich dann diese Leitung drauf. Und dann kommt, wird das natürlich alles schwarz gemacht. Dann kommt ein Glas drüber, weiß ich auch noch nicht, ob ein Plexiglas, ein richtiges Glas, ist wahrscheinlich einfach viel zu schwer und auch viel zu teuer. Ist ja auch alles immer eine Frage des Budgets. Und da das Budget eigentlich für die ganze Anlage bei 0 Euro liegt, würde ich das Ganze gerne eigentlich anders bauen, aber wie gesagt, muss halt einfach gucken, die Sache so günstig wie möglich zu bauen. So, hallo zusammen. Ich habe jetzt einiges für den Solarkollektor mittlerweile besorgt. Normalerweise bin ich ja gar kein Freund von so Sperrholzplatten, aber das ist einfach die beste Lösung dafür, wenn ich das Ding aus Vollholz bauen würde. Hinten die Rückwand, das würde einfach so schwer werden, das würde ich einfach niemals mehr schaffen. Deshalb mache ich das aus solchen Sperrholzplatten. Das hier ist jetzt die gesamte Breite, 5 Meter breit, das ist schon richtig so. Die Höhe, da kommen noch oben noch eine Reihe dran. Und ist 2 Meter hoch und ich wollte das einfach mal hinlegen und ein bisschen nochmal. Bin noch am Überlegen, wie ich zusammenbaue. Also, ich weiß es schon so im Groben. Also, ich werde das auf den Ständer drauflegen. Das Ding hat man ja noch gar nicht gesehen, den fahre ich am Wochenende jetzt holen. Und da drauf im Liegen zusammenbauen und dann hinstellen. Und dann also hochklappen. Hier kommen der Scharnierer an eine Seite dran und hoffe ich mal, das funktioniert mit dem Glas. Bin ich auch noch am gucken und habe jetzt einfach gesehen, ich habe so viele alte Fensterscheiben hier liegen, so altes Fensterglas. Das werde ich einfach benutzen dafür, also die werde ich versuchen zu schneiden. Werde mir halt eine Führung, also so Schienen bauen, wo ich die dann einlegen kann und dann einfach da drauf kleben. Und ich denke mal, das ist also mit Abstand auf jeden Fall die günstigste Variante, weil egal, was ich da anders geguckt habe, da ist einfach so unfassbar teuer, dieses ganze Zeug. So eine Verglasung, wenn man jetzt nicht da so irgendeine PVC-Wellenfolie oder Wellenabdeckung da drauf machen will, und will ich auf gar keinen Fall. Deshalb mache ich da einfach die alten Fensterscheiben, die ich noch hier habe. Ab da rein und ja, jetzt bastel ich mal ein bisschen rum. Ich muss halt so zusammenbauen, dass ich das Teil von vorne verschrauben kann, weil wenn ich im Liegen zusammenschraube, komme ich an die meisten Stellen von hinten zum Schrauben nicht dran. Oder an viele Stellen.
Deshalb muss ich mir noch ein paar Sachen, ich werde das halt von vorne mit Winkeln dann ziemlich viel machen. Die Seitenwände dran machen. Wird schon funktionieren. Und jetzt puzzle ich noch ein bisschen hier rum. So, hallo zusammen. Jetzt gehen wir uns mal das Gerüst angucken, wo ich den Solarkollektor drauf baue. Das ist, habe ich nämlich heute Morgen holen und es steht genau da. Nicht der Traktor, sondern der Anhänger. Das löst nämlich mehrere Probleme auf einmal. Den hat im Nachbarort jemand verkauft. Und da habe ich gedacht, okay, bevor ich mir da irgendeine Konstruktion selber baue, ist das die allereinfachste und simpelste Lösung. Löst Probleme Nummer 1. Der Kollektor steht an der Stelle, wo der nicht viel höher ist wie der Tank. Und so komme ich auf jeden Fall, also der ist ungefähr die Ladefläche in 1,20 m hoch. Und da kommt oben noch der Kollektoraufbau drauf, also gibt es mir auf jeden Fall genug Druck, dass dort Wasser leer laufen kann. Zweitens, in Deutschland brauchst du ja für jeden Scheiß eine Genehmigung, also auch um da einen festen Solarkollektor hinzustellen. Die Sache hat sich quasi erledigt, weil der ist ja auf einem Anhänger drauf und das ist ein bewegbares Teil. Da hätte ich sonst eine Bauvoranfrage stellen müssen, wahrscheinlich mit einem Bauantrag. Und jetzt kann ich das Ding einfach auf dem Hänger stehen lassen und ja, kann das Teil auch irgendwann wirklich mal dann wegfahren, wenn es da, wenn ich es woanders hinstellen will, wenn es da nicht richtig klappt, weiß der Geier was. Schnappe ich mir einen Hänger und stelle das Ding woanders hin. Problem gelöst. Ja, den probiere ich jetzt mal irgendwie vor meine Werkstatt zu buxieren. Weiß noch nicht, also da werde ich den Kollektor nicht zusammenbauen können, aber schon mal ein paar Vorbereitungen treffen, ein paar Balken draufschrauben und so kann ich da schon mal, da muss ich nicht immer so weit rennen. Also gucke ich mal, dass ich ihn irgendwie vor die Werkstatt kriege. Okay, hoffentlich hat da keiner gesehen. Ich kann Anhänger rückwärts fahren. Ist ja kein Problem eigentlich. Aber hier mit so einem Zweiachse-Anhänger, da kriege ich einfach nicht gebacken. Der Rückwärtsfahren einfach eine Katastrophe. Deshalb schiebe ich da, habe ich das Teil hier hingeschoben. Und keine Ahnung, ob man nachher im Video sieht, hier vor und zurück. Naja, okay. Er steht da. Und er steht auch ganz gut hier. Geht noch alles dran vorbei. Ich kann halt hier den Kollektor nicht drauf bauen, weil ich das nachher, den kriege ich. Wir müssten vielleicht vorne über die Straße fahren und dann hinter das Haus. Von der Höhe her passt der halt nicht da durch diesen Durchgang durch, den wir hier auf unserer Wiese haben. Und wenn der Kollektor nachher, wenn ich ihn drauf legen würde, ist er zu breit. Dann komme ich auch hier nicht mehr um die Kurve rum. Und wenn ich ihn halt hinstelle,
Dann, auch wenn er schräg steht oder so, dann ist er zu hoch. Ich könnte höchstens überlegen, ob ich ihn doch zusammenbaue und dann einmal außen ums Haus rumfahre. Muss ich mal gucken. Jetzt muss ich erstmal so ein paar Vorbereitungen treffen. Hier dran, die hier ist noch so eine, den mal sauber machen, ein bisschen. Hier ist noch so eine alte, so eine Spanplatte so was drauf, das kann auf jeden Fall runter, darunter ist Massivholz. Wenn hier die Spanplatte das im Regen steht draußen, das saugt sich so voll mit Wasser. Und dann fängt nämlich darunter das Massivholz an zu faulen. Wenn man das hier das Massivholz da stehen lässt, dann wird das zwar nass, aber wenn das immer so wieder richtig durchtrocknen kann, dann sollte das kein Problem sein. Das ist echt richtig geil, der Hänger. Ich bin wirklich froh mit der Lösung. Der ist noch komplett mit einem richtigen, kompletten Holzrahmen. Auch die Achse und die Deichsel, das ist komplett alles aus Holz. Und ich mag ja eh so alte Sachen. Naja, okay. Jetzt mal gucken, ob ich das jetzt hier weiter filme. Ich werde ihn jetzt ein bisschen sauber machen und hier oben die Spanplatte abmachen. Und dann geht es schon so langsam an, Kollektor zusammenbauen. Ich habe mir da noch weit überlegt. Ich wollte ja vorher diesen Kollektor, zeige ich euch ein anderes Mal. Wir werden auf jeden Fall nicht diese Schlange da reinlegen. Das ist einfach viel zu ineffizient. Wir werden da was ganz was Neues probieren und hoffen mal, dass das klappt. Okay.